Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um meine Geschichte, um meine Trainingsgeschichte, um genau zu sein, um meine Fitness-Journey. Genau, um meine Fitness-Journey. Ihr habt das bei Leon ja extrem gefeiert. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das auch mal in der männlichen Edition, einfach hier auf meinem Kanal. Ich begleite euch durch meine Geschichte, wie ich angefangen habe, was für Probleme ich habe, wie ich mich weiterentwickelt habe. Ich war auf der Bühne, dort gibt es einige Bilder zu sehen, die so noch nie gezeigt wurden. Einfach mal so eine kleine Geschichte über mich zu erzählen. Das habe ich nämlich hier auf dem Kanal noch nicht gemacht. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt auf das Video. Wird ein richtig nice und interessantes Video. Sehr, sehr motivierend für den einen oder anderen, der sich denkt, oh, ich werde nie was erreichen und so, ich bin ja so dünn und dies und das. Und dann könnt ihr einfach mal sehen, wo ich herkam, was ich getan habe und wie ich auf jeden Fall jetzt bin, wo ich bin, wie ich über 35 Kilo Muskeln aufgebaut habe. Also eine richtig, richtig interessante Journey, die ich euch zu zeigen habe, durch Höhen und Tiefen, durch alles durchgegangen. Bleibt auf jeden Fall dran, wird ein richtig nices Video. Eine Sache, bevor wir das Video starten, sei noch gesagt, und zwar bei Rocker gibt es ab jetzt den Veganuary. Das bedeutet, wir haben eine richtig nice Bundle-Aktion, bei denen ihr bis zu 20% sparen könnt. Richtig nice, wenn ihr anfangen wollt zu trainieren, beziehungsweise wenn ihr einfach mal vegan ausprobieren möchtet, dann habt ihr hier die optimale Möglichkeit, bis zu 20% zu sparen. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr dahin. Checkt den einfach mal ab, denn dann gibt es noch ein kostenloses Team Rocker Exclusive dazu. Das war's mit der Werbung und jetzt geht's rein ins Video. Ich starte die Bildschirmaufnahme und dann geht's ab. Starten wir mit dem ersten Bild. Da war ich in der Ausbildung, zweites Lehrjahr. 16 Jahre, hier steht auch wirklich mein Name drauf, KG dann. Ich kann selber kaum glauben, dass ich immer so aussah. Dort habe ich noch gar nichts mit Trainieren zu tun gehabt, habe mich überhaupt nicht ums Trainieren gekümmert. Und allgemein so wurde ich früher in der Kindheit bzw. in der Realschule relativ, was heißt gemobbt, nicht unbedingt gemobbt, beziehungsweise zu Recht gemobbt, denn ich hatte mehr oder weniger ADHS, also habe da immer sehr viel Action gemacht, teilweise große Fresse gehabt und halt eben nichts dahinter, muss man wirklich so sagen. Und dann halt eben, wie soll man sagen, die Schläge oder halt das Gemobbe alles einkassiert, ohne sich wirklich wehren zu können. Also ich wurde auf jeden Fall zurecht gemobbt, aber auch natürlich nicht zurecht gemobbt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich habe auf jeden Fall eine große Angriffsfläche geboten, dass man mich halt eben mobben kann, yes, und das haben natürlich die Mitschüler knallhart ausgenutzt. Ihr wisst, wie das ist in dem Alter, das ist alles gnadenlos, sehr, sehr hart. Diese Zeit hat mich natürlich sehr, sehr stark geprägt. Ich bin dankbar für diese Zeit. Diese Zeit hat mich nämlich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Ohne diese Zeit wäre ich jetzt nicht hier. Also ich möchte auf jeden Fall nicht in die Opferrolle gehen, sondern ich bin dankbar für diese Zeit. Sehr, sehr viel durchgemacht und das hat mich schon so ein bisschen geprägt, beziehungsweise mir so ein bisschen gezeigt, okay, man wird oft auf seinen Körper reduziert, beziehungsweise wenn man relativ dünn ist, nicht sich wehren kann, dann hat man sehr, sehr viele Probleme im Leben, beziehungsweise alle wollen einen fertig machen, alle behandeln einen nicht so, wie man eigentlich behandelt werden möchte, also sehr, sehr viele Selbstwertprobleme hatte ich und dann ging es weiter, auch mit 18 habe ich immer noch nicht trainiert, also ich habe kurz nach 18 angefangen. Hier seht ihr zum Beispiel das Bild, da war ich 18 Jahre alt, das war 2014, kurz reingesagt, schaut mal an, wie Manu mit 17 aussieht und schaut mal mich an, wie ich mit 18 aussehe, also auf jeden Fall, ich komme von ganz woanders her. Von dem her, wie gesagt, da habe ich auch sehr, sehr viele, ich habe mich in meinem Körper einfach nicht wohl gefühlt, wie gesagt, viel vorgefallen, ich habe mich mit meinem Körper nicht wohl gefühlt, habe mich schon immer so ein bisschen für Bodybuilding interessiert, aber ja, nicht wirklich angefangen zu trainieren, war da vielleicht zwei, dreimal in einem Kraftraum, ein bisschen im Fitnessstudio, aber habe mehr oder weniger Alkohol getrunken, damals noch viel Schwachsinn gebaut, anstatt ins Gym zu gehen und wie gesagt, habe halt eben gar nichts auf die Reihe gekriegt, Ernährung und trainingsmäßig. Dann irgendwann mal, das weiß ich noch, am 27.09.2014 habe ich mich dazu entschlossen, jetzt was zu ändern. Jetzt fange ich an, mein Leben zu verändern. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und baue Muskeln auf und werde auf jeden Fall alles ändern. Den Punkt habe ich mir damals gesetzt und ich bin so eine Person, wenn ich mir ein Ziel setze, das war schon damals so, wenn ich mir eine Vision setze, wenn ich mir ein Ziel setze, dann ziehe ich das knallhart durch. Ich bin keine Person, das habe ich damals mir schon in den Kopf gesetzt, okay Kai, wenn du jetzt anfängst zu trainieren, so ein bisschen dreimal die Woche, dann trotzdem noch Alkohol trinken, nicht auf Ernährung achten, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Deswegen bin ich ins Gym rein, habe gewusst,
100% Vollgas oder ich lasse die ganze Sache hier bleiben. Und dementsprechend habe ich dann auch angefangen zu trainieren am 1.10.2014. Wie gesagt, hier war ich noch ein ganz klassischer Non-Lifter. Dann geht es weiter hier, 2. Oktober, da habe ich einen Tag trainiert, beziehungsweise da war ich zweimal im Gym, sah so aus, auf jeden Fall ultra skinny, 1,95 groß, 82 Kilo schwer, ihr seht auf der rechten Seite mein Lat, der geht nach innen, also da war auf jeden Fall gar keine Muskulatur vorhanden, auch die Rückseite war, okay, ich war skinny, hatte schon so bisschen Grundmuskulatur am Start. Ihr seht, die Spannweite ist extrem groß. Ich sehe extrem dünn aus. Ja, ich habe dann aber, wie gesagt, angefangen zu trainieren. Hier kommt auch schon das nächste Bild. Das ist jetzt 9 Monate Training und ihr seht schon, nach 9 Monaten Training sind meine Beine ordentlich am Start gewesen. Der Oberkörper sieht man auch, dass ich trainiere. Also auf jeden Fall ist im ersten Trainingsjahr schon einiges an Fortschritt gegangen. Ich kann mich genau erinnern, im ersten Trainingsjahr habe ich ca. 20 Kilo aufgebaut. Also da ist den einen oder anderen dann in meinem Umfeld schon aufgefallen, dass ich trainiert habe. Gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Bild. Auch so ca. im gleichen Zeitraum. Also ihr seht, Sixpack war auch ein bisschen am Start. Beine ist ganz klar eine Stärke für mich gewesen, schon nach 9 Monaten Training. Seitliche Schulter sieht auch ganz in Ordnung aus. Dann war hier hinten mein Trainingskollege Alex am Start. Mit dem habe ich angefangen zu trainieren, weil klar, wenn man das erste Mal in ein Fitnessstudio geht, dann ist man so unglaublich unsicher, könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Ich bin, glaube ich, das erste Mal in ein Fitnessstudio mitgegangen, habe gar nicht trainiert, weil ich irgendwie Angst hatte, Gewichte anzufassen. Beziehungsweise als ich Gewicht angefasst habe, habe ich gedacht, jeder schaut mich an, sehr, sehr viel Angst gehabt, dies, das. Und ja, mit Alex habe ich zusammen 2-3 Jahre richtig durchgezogen, hat ultra Spaß gemacht, aber irgendwann haben sich dann auch unsere Wege getrennt, aber das ist ganz normal im Leben. Trotzdem noch ein nicer Freund von mir am Start. Yes, ihr seht es schon, Schultern sind auch gut am Start gewesen damals, also ist schon ordentlich was vorangegangen. Mein Rücken, seht ihr auch hier nach, was ist jetzt, 9-10 Monate Training, auch gut am Start gewesen. Das erste Trainingsjahr habe ich auf jeden Fall produktiv genutzt, bin ordentlich reingegangen und habe gute Gains geschoben. Hier, das war dann genau ein Jahr Training, 20 Kilo Muskeln aufgebaut, aber was laber ich, 20 Kilo Masse aufgebaut, natürlich nicht alles Muskulatur. Der Arm sah auch halbwegs in Ordnung aus, Brust war damals ein bisschen lost, beziehungsweise Brust war sehr, sehr lange lost. Wir haben lange Bankdrücken falsch gemacht, aufgrund von den ein oder anderen Fitness-Influencern seinen Tipps. Leute, orientiert euch bzw. holt eure Infos bei guten Influencern. Am besten nur bei mir, wenn es ums Training geht, denn da kriegt ihr die absolut besten Tipps. Yes, und damals haben wir halt eben nicht so gute Tipps gehabt. Da könnt ihr auf jeden Fall auch sehr dankbar sein, dass ihr jetzt anfangt zu trainieren und so viel Information und so viel euch schon vorgekautes Wissen bekommt. Das war damals gar nicht am Start. Da bin ich auch sehr, sehr schnell dann in den amerikanischen Raum abgedriftet, was da einfach viel, viel mehr Wissen gab. Yes, aber ihr seht auf jeden Fall dann hier ein Jahr und 4 Monate Training am Start. Da hat sich auf jeden Fall schon ordentlich was entwickelt. Brust ist auch gekommen von vorne. Der Nacken war schon immer am Start, also beziehungsweise die Upper Traps immer am Start. Arme sind immer dicker und dicker geworden, kann ich mich noch daran erinnern. Die sind dann hier extrem krank aufgerissen. Auch hier so ungefähr das, der gleiche Zeitpunkt, ihr seht, die Sidechest ist auf jeden Fall lost. Ist auf jeden Fall lost gewesen, aber Arme und Schultern sahen sogar auch relativ stabil aus. Dann hier mein Rücken nach einem Jahr und 6 Monate Training, würde ich sagen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich weiß genau, damals habe ich mir, kann man ja sagen, damals habe ich mir das 360-Grad-Paket geholt und ich muss sagen, es hat bei mir auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Yes, das ist das Nice an dem Paket, finde ich, dass man Geld zahlt und wenn man Geld zahlt, dann ist man automatisch dann hat man automatisch ein bisschen mehr die Verpflichtung, ein Paket durchzuziehen bzw. Gas zu geben und darin habe ich mich auf jeden Fall wiedergefunden, denn ich gebe keine 100 Euro aus, nur für irgendwas, was ich dann nicht durchziehe, deswegen das 360-Grad-Paket hat damals auf jeden Fall gute Früchte getragen, kann ich euch sagen. Dann seht ihr hier ein Jahr und 8 Monate Training, habe mich auf jeden Fall gut entwickelt, habe gute Gains gemacht. Im zweiten Trainingsjahr waren es nochmal 10 Kilo, die ich aufgebaut habe. Also sehr, sehr schnell ordentlich was an Gewicht draufgepackt. Hier die seitliche Schulter auch nice am Start, aber Brust, wisst ihr,
bin ich genetisch nicht so gesegnet. Habe ich am Anfang auch sehr schwer zu kämpfen gehabt, da überhaupt irgendwie ein Feeling reinzubekommen oder irgendwie stärker am Bankdrücken zu werden. Yes, aber der Frame hat sich gut entwickelt. Hier waren es jetzt schon 2 Jahre Training. Seht auf jeden Fall, der schöne X-Frame kommt doch schon nach 2 Jahren. Relativ gut zur Geltung, liegt natürlich auch an meiner nicen Knochenstruktur. Also breite Schlüsselbein, relativ schmale Taille und dann halt eben schon die Beine, die damals rausgepoppt sind. Hier sieht man auch gleich noch ein anderes nices Bild. Hier war ich dann auch im allertiefsten Aufbau. Ich glaube, das müsste jetzt hier so ungefähr bei zwischen 95 und 100 Kilo Körpergewicht gewesen sein. Haare waren damals noch ganz anders am Start. Habe ich jahrelang, das gibt's doch nicht, habe ich jahrelang ja so getragen. Damals war noch ein Samsung am Start, kann ich mich noch daran erinnern. Aber auf jeden Fall habe ich gute Gains geschoben, habe immer enge T-Shirts angezogen, weil ich darin brutal aussah. Hier seht ihr auf jeden Fall, der Frame hat sich krank entwickelt. Das waren jetzt 2,5 Jahre Training. Und die Beine waren schon ordentlich am Start, muss ich sagen. Frame immer besser geworden. Und dann habe ich so langsam, ging es dann auch los mit meiner ersten Wettkampf-Date, glaube ich. Hier war ich auch so ordentlich am Peak. Ich glaube, das waren sogar 110 Kilo waren das, glaube ich. So in die Richtung müsste das gehen. 105, 110 Kilo. War natürlich ordentlich massig. Dicken Arm am Start gehabt. Yes, hier habe ich mich dann schon am 24. Dezember, also vor 4 Jahren an Weihnachten ungefähr, war ich auf jeden Fall auf Wettkampf-Diät, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ihr seht auf jeden Fall, habe ein bisschen was abgenommen. Hier Sixpack kommt leicht durch, also ist auf jeden Fall gut vorangegangen. Hier wieder ein weiterer Sprung, also damals habe ich nicht so viele Bilder von mir gemacht, weil ich mich halt irgendwie gar nicht gefeiert habe. Aber ihr seht auf jeden Fall, auch hier in der Wettkampf-Diät, Beine waren schon ordentlich am Start. Und wenn ich mir mal überlege, früher waren meine Beine eigentlich nicht so dick, wie sie jetzt sind. Also ich will gar nicht wissen, wie ich nächstes Jahr auf der Bühne aussehe. Das muss sehr, sehr geil aussehen. Beziehungsweise wird sehr, sehr heftig aussehen. Dann gehen wir gleich mal weiter. Hier ist die Wettkampf-Diät immer weiter vorangeschritten. Hier bin ich jetzt sogar March 2018. Das müsste sogar 5 Days oder so out sein. Also ihr seht auf jeden Fall, Körperfett war sehr, sehr niedrig. Der Frame obenrum ist auch relativ nice, nur die Brust ist halt schon immer noch oder sehr stark meine Schwachstelle gewesen, kann ich euch sagen. Aber wie gesagt, dann geht es hier auch gleich weiter. Das war jetzt bei ca. 6% Körperfett, also sehr, sehr niedrig. Beine waren komplett am Start, Oberkörper auch richtig, richtig nice. Knochenstruktur gibt mir da auf jeden Fall einen nice X-Frame. Und hier seht ihr dann auf jeden Fall meine Bühnenform. Das war 2018, also vor 4 Jahren ungefähr, beziehungsweise 3,5 Jahren, habe ich dann auf jeden Fall den zweiten Platz in der Junioren 2 Klasse gemacht und den dritten Platz in der offenen Männerklasse. Seht ihr mich hier am Start. Ich mit meinen 3 Jahren Training, 0 Bühnenerfahrung gegen 2, die haben schon über 10 Jahre trainiert und waren etliche Male auf der Bühne. Habe da auf jeden Fall für meine Verhältnisse gut rasiert, muss ich sagen. Da es nicht für den ersten Platz gereicht hat, war mir schon so ein bisschen klar in der Männerklasse, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gut platziert bei meinem ersten Wettkampf, also dritter Platz ist schon echt heftig, muss ich sagen. Das Bild hier war dann so nach dem Wettkampf, nach dem ganzen Cheaten, wo es richtig abging, und da hat bei mir auf jeden Fall richtig krank eine Essstörung reingekickt. Nach so einer Wettkampf-Date ist es unvermeidlich, keine Essstörung zu bekommen, und da habe ich viel gecheatet, viel gegessen und natürlich auch viel Masse drauf gepackt. Wir schauen das Bild hier, da stimmt das Datum nicht. Das müsste ungefähr Ende 2018, Anfang 2019 gewesen sein. Da habe ich dann schon ordentliche Fortschritte gemacht. Auch was Brust angeht, ist dann so langsam vorangegangen. Seht man hier auf dem Bild. Hier war ich schon richtig bulky, richtig massig. Da war ich so bei 118, 19 Kilo am Start gewesen. Also der Spiegel bei uns zu Hause war auch immer sehr, sehr anabol. Der Aufbau ist richtig gut gelaufen. Nach so einem Wettkampf, wenn man nach so einem Wettkampf oder nach einer langen Diät wieder anfängt, viele Kalorien in sich reinzupumpen, dann erholt der Körper sich erstmal. Und wenn der Körper sich erholt hat, dann befindet der sich in einem perfekten Milieu, um richtig gut Muskeln aufzubauen. Erstens, ihr seid extrem insulinsensibel. Zweitens, ihr holt die ganzen Gains, die beziehungsweise man verliert ja so ein bisschen Muskulatur in einer Diät, beziehungsweise noch mehr in der Wettkampfdiät, weil die eben härter ist. Und diesen Bounce habe ich halt eben richtig krank mitgenommen, das weiß ich noch. Da ging bei mir so ultimativ im Gym, jedes Training hat mich fast zerrissen. Es war eine richtig geile Zeit. Ich habe mich ultra aufs Training fokussiert. Habe auch immer so einer, der
der nur Gym gesehen hat. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, habe Vollzeit gearbeitet, aber das war für mich alles mehr oder weniger eine Nebensache, denn wenn um 16 Uhr die Uhr geklingelt hat bei uns auf Arbeit, war mein Kopf direkt Pre-Workout, Gym, let's go. War mir so scheißegal, ob ich Überstunden machen musste oder nicht. Ich habe gesagt, ich muss los, ich habe keine Zeit, ich habe mich verpisst, mir war alles scheißegal. Aber ich habe auf jeden Fall hart an meinem Ziel gearbeitet, beziehungsweise ich habe einfach meine Leidenschaft gelebt und es hat so viel Spaß gemacht. Ich brauche so viel Wasser hier. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, die ganze Zeit nur zu trainieren, nur durchzudrehen. Booster hat ins Gesicht gehauen. Nice Musik am Start, ich das Gym, es ist einfach eine Liebe, was soll ich sagen, es ist so geil gewesen. Dann, ihr wisst, Lockdown Nummer 1, vielleicht gibt es hier noch den ein oder anderen Follower, der mich damals verfolgt hat. Im ersten Lockdown habe ich mir ein Langhantel-Set bestellt für 750 Euro. Ich habe einen Techniker Maschinenbau gemacht, das heißt, ich konnte konstruieren. Heißt, ich habe mir einfach ein ATX-Rack im Internet angeschaut, wie das so aufgebaut ist. Dann habe ich das im PC nachkonstruiert und dann habe ich es einfach selber aus Holz gebaut, weil mir ein Rack kaufen viel zu teuer war. Für das Holz-Rack selbst konstruiert, habe ich so 150 Euro gezahlt. Wie gesagt, habe mir selber ein Rack gebaut und dann habe ich immer draußen, outdoor trainiert, den kompletten ersten Lockdown. Hier seht ihr, wie ich meine Arme abgeschnürt habe. Das war Blood Flow Restriction Training. Wer nicht weiß, was es ist, kann gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Dort habe ich nämlich demnächst ein Reel dazu gemacht. War eine richtig nice Zeit, beziehungsweise war der Lockdown mal keine nice Zeit, aber die Zeit wurde so gut genutzt, wie es nur irgend möglich ging. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe im ersten Lockdown trotz den schlechten Verhältnissen Muskeln aufgebaut. Dann geht es natürlich weiter hier, March, das war so langsam mein schwerstes Gewicht. Ich glaube, hier war ich so bei 124, 25 Kilo und hier waren es dann 128 Kilo, mein All-Time-High. Ihr seht, ich war ultimativ massig, hatte auch wirklich die Essstörung des Jahrtausends und zwar in die andere Richtung. Also ich konnte nicht mehr essen. Es hat sich von meiner Wettkampfdiät weitergezogen mit viel Essen, viel Essen, viel Essen, viel Essen. Dann hat sich mein Essverhalten irgendwann normalisiert und dann war ich irgendwann mal im Körperfettanteil so hoch, dass meine Hungerhormone bzw. Leptin und Ghrelin so stark dagegen gesteuert haben. Teilweise noch ein paar andere Sachen im Kopf mit toxischen Beziehungen und. Aber das hat alles so dagegen gesteuert, dass ich einfach nicht mehr essen konnte. Und bei 128 Kilo war bei mir so Ende All-Time-High, was ich jemals morgens auf der Waage gewogen habe. Ich konnte nicht mehr essen. Ich habe geforce-feedet ein halbes Jahr, also das Essen in mich reingestopft. Bis zum geht nicht mehr. Ich habe auch mal Tage getrackt, wie lange brauche ich denn eigentlich fürs Essen? Und das hat teilweise 5 Stunden gedauert. Also ich habe an einem Tag 5 Stunden gegessen. Kein Scheiß. Also Essen war da wirklich eine Katastrophe. Ich habe einen Löffel im Mund genommen, mir ist fast schlecht geworden. Also ich habe fast gekotzt. Das war so, so krass. Und das war so All-Time High, wo ich dann auch schon richtig hoch im Körperfett war. Ich sitze hier im Gym. Da sind wirklich sehr wenige Konturen am Start. Aber ich war auf jeden Fall der massivste im Gym, das kann ich euch sagen. Hier so sieht so, das waren, kann ich mich noch genau dran erinnern, das waren 120 Kilo, nee, das waren 128 Kilo. Und hier seht ihr das nächste Bild, nämlich dieses Bild kann ich mich auch noch dran erinnern, da habe ich mich entschlossen, jetzt mache ich eine Diät, beziehungsweise jetzt mache ich einen Minicut. Die ganzen Faktoren sprechen sowas von dafür. Ich habe eigentlich schon viel zu lange überzogen gehabt, weil ich mir immer eingeredet habe, komm, ein bisschen geht noch, es läuft doch noch, dies, das. Aber so wirklich, der Progress ging dann nicht mehr voran. Und dann habe ich mir gesagt, okay Kai, jetzt geht's ab in die Diät. Du musst auf jeden Fall abspecken, beziehungsweise da muss auf jeden Fall ordentlich was an Gewicht runter, damit ich wieder in einem guten Milieu bin, um Muskulatur aufzubauen. Das war auch so ein bisschen davor, wie ich dann mit Social Media angefangen habe. Hier, das war an meinem Geburtstag und zwar an meinem, war das letztes Jahr, also mein 24. Geburtstag, da war ich schon ein bisschen auf Diät. Also der Frame hat sich da auf jeden Fall schon gut freigelegt, muss ich sagen. Habe dann natürlich immer weiter diätet. Das war auch so, auch mitten in meiner Diät, glaube ich. Und dann ist die Form halt eben immer besser und besser geworden. Hier habe ich dann, glaube ich, schon so 10, 12 Kilo abgenommen gehabt, also dann ist die Form wirklich
sehr, sehr nice geworden. Adern sind rausgepoppt. Die Beine sahen einfach nur krank aus, weil ich sie damals noch zweimal die Woche trainiert habe. Also die Genetik, Beingenetik spielt mir so hart in die Karten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oberkörper natürlich auch richtig am Start gewesen. Ihr seht auch noch das ein oder andere Formbild. Also ich sah auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Das war dann hier die Ende meiner Diät, also 114 Kilo. Also ich habe 14 Kilo abgenommen. Ich muss sagen, mit 114 Kilo war das ein nice Frame, den ich da entwickelt habe. Hier auch nochmal ein anderes Bild. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. War ultimativ prall immer am Start. Ging auf jeden Fall richtig voran, kann ich euch sagen. Hier noch ein Video. Also ich denke mal, wenn ich da jetzt noch so 5 bis 7 Kilo abgenommen hätte, dann wäre es schon Richtung Wettkampf Diät gegangen. Aber ich habe auch schon gemerkt, so gegen Ende des Minicuts hier, okay, langsam kickt so ein bisschen Flashback von der Wettkampf-Diät wieder rein. Also da war ich schon mit dem Körperfett so niedrig, dass langsam die negativen Diäterscheinungen losgegangen sind. Deswegen habe ich dann auch beschlossen, okay Kai, jetzt geht es wieder back in Aufbau. Und ihr seht hier auf jeden Fall, als ich wieder zurückgestartet bin in Aufbau, viel Reis gegessen, viele Carbs und dann bin ich einfach nur explodiert. Die Form sah noch besser aus wie auf Diät, also es hat ultra Spaß gemacht. Hier, dann im zweiten Lockdown am Start gewesen, dort habe ich bei so einem, über Connections habe ich mir da ein Home Gym klar gemacht. Das war auf jeden Fall ein krankes Home Gym von dem Kollege hier. Dort habe ich dann auf jeden Fall trainiert. Ihr seht, der Frame ultimativ nice, wie der hier aussieht. Die Prallität, was soll ich sagen? Nach so einer Diät ist man so empfindlich auf Kohlenhydrate und Essen und Fats. Das war einfach nur eine richtig nice Zeit. Auch im zweiten Lockdown habe ich natürlich Vollgas gegeben, sehr, sehr gut meine Zeit genutzt. Und das war dann auch mehr oder weniger die Zeit, wo dann Julian auf mich aufmerksam geworden ist, weil ich natürlich eine brutale Form hatte, auch schon meine Insta-Stories gemacht habe, also Wissen vermittelt habe und auf jeden Fall Leuten weitergeholfen habe. Und so bin ich dann so ein bisschen auf Julian zugekommen, beziehungsweise er ist auf mich zugekommen. Ich weiß noch genau, dann im Home Gym habe ich das ein oder andere Mal mit ihm telefoniert. Also es war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Kommen Erinnerungen hoch. Dann hier, die Bilder kennt ihr mal, denke ich mal. Weiter Vollgas gegeben, weiter aufgebaut. Yes, hier war auf jeden Fall dann der zweite Lockdown vorbei. Dann ging es ins Gold's Gym. Ich bin natürlich immer körperfettmäßig langsam weiter nach oben gestiegen. Hier, das war Sommer diesen Jahres, Körperfettanteil immer weiter hoch. Also ich habe dieses Jahr produktiv genutzt, einen Aufbau gestartet. Nochmal ein Jahr Vollgas, die Schwachstellen ausbessern, also Brust und Schultern auf jeden Fall in Fokus genommen. Ist auf jeden Fall einiges gegangen, wie ihr hier seht. Jetzt ist mein momentaniges Paket, beziehungsweise war jetzt im November. Die Schulter und die Brust habe ich auf jeden Fall ordentlich was draufgepackt. Oben der Frame ist besser geworden und so sieht meine aktuelle Form jetzt aus mit 122 Kilo. Und yes, nächstes Jahr geht es dann für mich auf die Bühne. Wie oder was die genaue Planung ist, weiß ich noch nicht genau, denn da wird auch eine Änderung auf mich zukommen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was nächstes Jahr so geht. Werde noch die nächsten 1, 2, 3, 4 Monate nutzen im Aufbau, um noch mein Paket zu verbessern und dann in die Diät reinzustarten. Ich bin wirklich selber sehr gespannt, was für ein Paket ich auf die Bühne stellen kann. Wenn es mindestens genauso gut wird wie bei meiner letzten Diät, dann bin ich absolut zuversichtlich, dass ich da ein richtig geiles Paket auf die Bühne stelle. Das war's mit meiner Fitness-Journey. Abschließend sei noch gesagt, glaubt immer an euch, setzt euch Ziele, arbeitet hart dran, glaubt an euch selber, fokussiert euch auf euch. Es ist egal, was die anderen um euch herum machen. Es ist egal, wenn irgendjemand über einen anderen lästert. Konzentriert auf euch. Positives Mindset, fokussieren, reflektieren, immer nachdenken, was mache ich hier, macht es Sinn, kann ich es irgendwie optimieren und. So habe ich jahrelang daran gearbeitet, so einen Körper auf die Beine zu stellen und ich bin noch lange nicht am Ende. Es war meine Fitness Journey, es war das Video zu meinem Weg bzw. zu meiner Geschichte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung ab für kostenlose Produkte. Ich bin raus, euer Kai, bis zum nächsten Mal.